Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Formel 1 2016 Co-op Race. Benzin. Wie viele Runden fahren wir? 18, ne? 18, ja. Scheiß weichen, weißen Reifen fahren wir nicht, ey. Das ist schon mal gut, ey. Oder ich habe mich eben fast auf meinen Hoden gesetzt. So, ich muss aber noch Dings. Auf den zweiten Hoden setzen. Nee. Jetzt sind sie gut, ey. Schön weich. Ey, das war knapp, ey. Kennt ihr das nicht? Beim Hinsetzen aufs Klo. Auf den Deckel, oder? Schlepp, wenn du dich mit Schwung da hinsetzt. Mit Schwung, ey. Ja, Mann. Ich setz mich so ein bisschen nicht hin. Ja, Lass baumeln, Alter. Nee, ne? Ich will Nüsse, hängen. Eier, alles dabei, Bockwurst. Warte mal, Rennstrategie. Nee, muss ich noch was anpassen, ey. So liegen, ja. Ich weiß ja nicht, was du eingestellt hast. Einiges. Nur nicht das Richtige. Gut. Moment. Kippe ausdrücken und Ich mach meine Kippe auch aus. Luft anhalten und Und baumeln lassen. ja, ich muss den, ja. Die blaue Flecken sonst. Lass ihn baumeln, mit erstmal baumeln. Na gut. Also ich Bin bin wieder da. Startklar. Ich auch. Ach, du warst weg? Gott sei Dank. So. Jede Stunde hat Gold im Mund. Aber ich wäre auch bereit, denn, ja. Ja, ich bin auch bereit, ey. Voll breit, ey. Ja, ich muss ja Let's Play starten. Es läuft schon seit. Meinst du es jetzt erst gestartet? Einführungsrunde noch, ne? Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun Was denn du jetzt? Also lass sie arbeiten und wärme Ist bitte die doch, Reifen auch gleich auf. Mich überholt? Hä? Ja. Wenn du zu viel Abstand hast, darf ich vorbeifahren. Einführungsrunde. Ey, wiss mich. Ey.
So, dann mal rinnen in die Stadt. Was ein Arschloch, ey. Ja. Na gut. Hä, wieso? Vor allem, du bist dort, wo der ganze Gummiabrieb liegt, ne? Vielleicht. Das zählt überhaupt. Ja, gut, ich. Ja, da hab ich nicht mehr gedacht. Zählt doch gar nicht, ob du mich überholst in Einfluss. Nee, ja, aber ich meine jetzt, beim Start ist es scheiße, wenn du da auf den Gummiabrieb losfährst. Wieso Seite. War ich mehr Grip? Nee. Weil du den alles schön einsammelst. Schönes Rennen wünsche ich euch. Ja. Jo. Jo. Die nehmen nach innen, aber nicht. Boah, Rosberg und... Ah, Dickmann. Hemdis mit seinem Staub in die Fremde. Irgendwie wie eine Eins. Das war sauber. Boah. Ah, diese Kurve hier, da muss man... Ich komme gar nicht so schnell mit dem Lenkrad hinterher, ey. Oh, scheiße, ich bin zu weit innen gewesen. Er fährt mit Supersoft los, ach so. Kein Wunder, Junge. Ja, hab danach auch bloß ein Problem. Nee, Vorteil. Nee. Ich muss nachher auf Soft umsteigen. Ja, du hast ein Problem. Ich muss jetzt die Zeit rausfahren. Ich muss jetzt die Zeit rausfahren und dann, ja. Das gibt's nicht. Sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen.
Hier wird keine Zeit ausgefahren. Muss ich auch. Dagegen liegt Bombe, Alter. Ich weiß nicht. Was ist hier passiert? Na, wegen dem Regen fahre bestimmt. Ja. Bei 2012 musstest du aufpassen, dass du nicht in diese Mauer da reinfährst. Ja. Stadtziel. Ja, da musst du ja später Reifen wechseln. Nee, ich muss früher reingehen. Umgekehrt, genau. Boah, oh, die Scheiß. Ja, Rasen hier. Lass mich durch, jo. Ja, fahr durch. Hast schon einen Blick. Hat der DRS und alles, jo. Boah. Waschen hart am Limit hier, ey, was ist das? Ey, mit so einem Supersoft vorne.
7 Sekunden, okay. Geschwindigkeiten im Lenkrad nicht vergessen. Na ja, dann geht's. Also, was habe ich? 300? Jetzt ein Quetscht habe ich schon bestimmt. Begrenzung. Also, das ist nicht meine Strecke. Also, nach Regen habe ich noch eine Chance, aber bin ja nur am Rühren hier. Das ist echt zum Kotzen. Froh, wenn wir die nächste Strecke haben. Abstand zum Hintermann beträgt 14,6 Sekunden. Gar nicht. Ja, das jetzt ist eine die hängende Kurve. Mann. Start und Ziel ist auch so eine scharfe Rechtskurve, alles nur scharfe Kurven. Hier ist nach Start und Ziel wieder so eine scharfe, da musst du komplett einmal rum. Das reicht fast noch nicht mal. Jetzt links schon wieder so eine scharfe Kurve, ist alles nur scharfe Kurven. Also schnelle Kurven gibt es hier fast gar nicht. So wie ein Silverstone, das ist eine ganz andere Strecke. Ja. Okay, die ist eine schnelle Kurve hier. Sicher nicht, hier ist schon wieder so scharf, da kommt es auch nur mit 120 kommen, also
diese Rechts-Links-Passage hier auch genau dasselbe. Diese Passage hier auch, ey. Oh, ne, leck mich. Du hast so viel Zeit, die ganze Gedöns, ey. So, mal schnell Reifen wechseln. Fertig, los jetzt! Hau nicht hin. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Der fühlt er sich aber wohl, der super soft im zweiten Sektor oder was? Pass mal auf. Rundenzeit gleich. Ja gut, geht noch.
Oh, Zeitstrafe, genau. Diese scheiß Zickzack-Kurve da, ey. Mann, diese Enge. Mhm. Du hast schon zwei bekommen. Zwei gleich. Was, Zeitstrafe? Ja. 5 Sekunden. Die Strecke ist einfach scheiße. Das ist einfach so. Gleich zu Silverstone, ey. Ich denke gerade, du hast ganz vergessen, Alter. Endstrecken mag ich auch nicht gerne. Bin ja nur am Rühren. Ich bin noch bekloppt. Ich finde die gut, aber. Ja, mit dem Controller geht das ja auch. Das ist ja ruckzuck von links nach rechts. Das überholt mich ja schon. Das sind ja alles nur enge Kurven hier. Naja, also der Kurs gefällt mir überhaupt nicht. Regen kann ja kein Problem. Ja. Spielt auch keine Rolle, aber. Mit den KMH-Zahlen hier. So schnell hin und her lenken. Da liegen halt wieder Glück, dass hinter ihnen zwei Penner sind. Die haben schon den Arsch frei halten. Ja, ich weiß. Die haben mich auch schon zweimal ausgebremst. Penner, ey. Nehme ich nicht. Einen habe ich jetzt. Jetzt kam das gerade über den Funk. Halt deine Lücke zu deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe erhalten. Ja, ich habe auch eine Zeitstrafe. 5 Sekunden oder. Ah, oh, schon wieder. Ja, das ist die Länge der Kurvenschneidung da. Weißt du? Ja, pingelig. Diese Zickzack-Kurve da, die ganz enge. Ja. Das sind Scheiße, ey. Ja, ich weiß, sobald du den hohen Kurb berührst oder drüber wegfährst, dann kriegst du sofort die Strafe. Ja, dann schalt die mal eine Stufe runter, ey, das ist doch Quatsch. Das kannst du gar nicht beachten, so was. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 13,8. Kann man schon, aber muss man ja ganz langsam daran. Weißt du nicht. Ey, der Wehrlein, der kämpft noch. Will er mich verarschen? Einfach noch vorbei, du hast mich. Ach, wenn du die Rechtskurve schneidest, dann passiert nichts. Nur wenn du die Linkskurve schneidest, dann den Tick. So. Mhm. Und die Rechtskurve kannst du ruhig innerhalb der Curves nehmen. Rechts außen rumfahren. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, nur bringt das ja auch nichts mehr, dich zu jagen. Ne, ich fahre auch fast seitdem ich die gelben drauf habe, mit Fett. Arsch, um das bisschen auszugleichen, weißt du. Ich konnte ja nicht mehr. Ja, ich bin's. Na gut, bis vor einer Runde bin ich auch noch mit Fett. Na, ist hier Verkehr, der muss aber auch perfekt durchkommen, überhaupt nicht zu reißen. Ich hab dich aber schon gesehen auf der Karte. So 200 Meter vorne. Lassen hier doch. Wer ist denn hinter mir hier, sag mal? Rosberg. Ja, mit den Zeitstrafen, die haben wahrscheinlich keinen Mercedes sowieso ziehen lassen.
Ja, wir werden eh nicht weiter und dritter. Da! Auf zu meiner Freude. Noch vorbei, der Rosberg. Unglaublich. 3 Sekunden Strafe. Du hast 9? Warum das? Ach so. Dreimal. Weil du die drei. Du hast 3-mal die Strafe bekommen. Wegen Kurvenschneiden. So. Ja, siehst du, Ding? Da merkst du mal, was ich meine. Ja. War trotzdem schönes Rennen. Also hat Robin. Ich bin froh, dass wir aus Ungarn wegkommen. Ne? Hat Christian die jedes Mal geschnitten, wahrscheinlich.